Zum ersten Mal hat der VCI einen Tag allein dem Mittelstand gewidmet. Auch die Politik war da, in Person eines langjährigen Streiters für den Standort, Rainer Brüderle. Der ließ es sich nicht nehmen, mit den anwesenden Unternehmern zu reden und ihnen ein Lob auszusprechen. Denn auch dank des Chemie-Mittelstands sind wir in der Weltspitze. Auch ihre Forschung weitestgehend selbst finanziert. Das kann man nicht für jeden Wirtschaftszweig in Deutschland sagen. Wenn man das alles aus eigener Kraft heraus bewerkstelligt, auf den Weg bringt. Insofern ein Paradebeispiel. Nicht nur in der Politik, auch im VCI genießt der Mittelstand einen hohen Stellenwert. Dass die deutsche Chemie von kleineren Unternehmen geprägt ist, zeigen schon die Zahlen. Der Mittelstand hat eine sehr große Bedeutung. Man muss sich vorstellen, dass allein 1400 oder 1600 Mitgliedsunternehmen im VCI Mittelständler sind. Deshalb gaben die vom VCI ausgewählten Experten Antworten auf die Fragen, die sich gerade Mittelständler stellen. Zum Beispiel, wie sich Energieeffizienz oder die Unternehmenssicherheit noch optimieren lassen oder wie Responsible Care wirkt. Und natürlich, was der Verband für seine Mitglieder an Service leistet, von der Einkaufskooperation bis zur Beratung in Rechtsfragen. Fazit des Tages: In seiner wirtschaftlichen Bedeutung ist der Mittelstand beileibe kein Mittelmaß. In diesem gemeinschaftlichen Konzert zwischen Großen und Mittelstand haben wir unsere Stärke in Deutschland, weil wir über diese großen Industriekerne ganze Wertschöpfungsketten im Land halten. Für den Erfahrungsaustausch zwischen Verband, Unternehmern und der Politik war die Veranstaltung sinnvoll und macht schon auf einen nächsten Mittelstandstag neugierig.